Hallo zusammen! Ja, ihr habt mich ganz oft gefragt, ob ich vielleicht mal meine Schuhsammlung zeigen könnte. Und das mache ich jetzt! Viel Spaß bei meiner Schuhsammlung! Okay, ich versuche mich zu beeilen. Ich habe jetzt auch immer nur einen Schuh genommen, sonst wird das Ganze hier ewig lang dauern. Ich fange mal an mit meinen Turnschuhen. Ich habe meine Schuhe übrigens nicht geputzt, also wundert euch jetzt nicht, wenn der eine oder andere etwas dreckig sein könnte. Aber ja, das ist mein erster New Balance Schuh. Er ist sehr dreckig. Ich war nämlich mit diesen tollen Schuhen im Stall unterwegs und ja, sollte ihn vielleicht mal putzen. Aber ja, einfach ein schlichter New Balance Schuh. Ich liebe einfach New Balance. Ich habe es auch schon mal in meinen 50 Fakten erwähnt. Weil die sind super leicht, sehen eigentlich echt cool aus und ich liebe sie. Dann habe ich diesen Schuh, den habe ich aus Barcelona. Ja, ich finde den ganz cool, der hat jetzt hier diesen Print, dann natürlich sehr bunt, sehr, ja, auch einfach leicht. Das ist so dieses typische von New Balance. Ja, auch einer meiner absoluten Lieblingsschuhe. Dann habe ich hier nochmal einen New Balance Schuh, den liebe ich auch unglaublich und den ziehe ich auch so selten an, weil hier, das ist so Samt oder, ich weiß nicht genau was es ist, aber das ist ein ganz spezielles Material und ich will natürlich nicht, dass das kaputt geht. Den habe ich aus Cannes und ja, also der zum Vergleich, also der ist schon sehr schmal, das ist übrigens das 410 Modell, aber auch mein absoluter Favorit. Das ist mein Schuh von Vans. Den finde ich auch sehr cool. Ich habe ihn direkt bei Vans gekauft in Stuttgart. Ich fand das so irgendwie so indianisch, so ein bisschen Festival-Look irgendwie. Ja, den fand ich ganz cool. Ich muss aber sagen, Vans passt mir irgendwie nicht so gut. Also mir drücken die Schnürsenkel so auf meine Fußknochen. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Und ja, also ich habe ihn trotzdem immer sehr gerne an, aber ich kann einfach nicht lange mit dem laufen. Der Schuh ist auch von Vans. Ich fand ihn ganz süß, zu einer Jeans im Sommer. Ich bekomme nur da hinten Blasen, mein Gott. Aber ja, ich muss mich vorbereiten, ein Blasenpflaster anziehen und dann kann ich den auch tragen. Ja, aber ich finde ihn auch sehr, sehr hübsch mit diesen Blümchen und ja, den finde ich auch cool. Das ist ein klassischer Reiterboot, nenne ich ihn immer, oder Ankleboot. Ja, kann man immer gut zu einer Röhre tragen. Den habe ich aus Bella Italia. Ihr wisst ja, ich bin ja da sehr viel unterwegs. Den habe ich jetzt, glaube ich, auch schon 4 Jahre, glaube ich. Ich könnte ihn auch mal wieder ein bisschen mit Lederpflege einsprühen oder einfetten, aber... ja, ich finde ihn auch sehr, sehr cool und so einer muss auch immer irgendwie in der Schuhsammlung dabei sein. Dieser Schuh ist von Vagabond. Ich habe den unheimlich gerne an. Der ist erstens übelst bequem. Also, wenn ich feiern gehe, trage ich eigentlich fast nur noch den. Ja, der hat jetzt hier so eine etwas, Anführungszeichen, höhere Sohle. Macht also auch ein schmales Bein, wenn man den trägt. Aber wie gesagt, der ist mega bequem. Und das ist wirklich momentan mein absoluter Lieblingsschuh. Den hier finde ich auch ganz cool. Den habe ich mal gesponsert bekommen von Office London. Made in Spain ist der. Der sieht vielleicht schon fast ein bisschen abgefuckt aus, aber ich habe den auch so oft angehabt, weil der auch wie dieser Vagabond-Schuh mega bequem ist. Ich fand es halt cool mit dieser Holzsohle. Ja, und jetzt ziehe ich den eigentlich nur zum Dirndl an. Aber ich finde den an sich echt super hübsch und wie gesagt, bequem. Und das ist momentan irgendwie so meine Devise. Diesen Schuh habe ich von Urban Outfitters. Den finde ich auch super cool mit dem Schwarz und Weiß. Es gibt viele bei mir im Freundeskreis, die sagen, oh mein Gott, der ist so brutal hässlich. Ich finde den aber gar nicht hässlich. Ich finde den total cool, muss ich sagen. Ja. Ich hab den gerne an. Mein Birki darf auf jeden Fall auch nicht fehlen. Den habe ich im Sommer an, den habe ich im Winter als Hausschuh an. Ja, ich habe schon oft versucht, das Fußbett zu putzen. Vielleicht habt ihr auch Birkis zu Hause und wisst, was ich meine. Das ist gar nicht mal so einfach. Also der Fuß, der geht ja hier wirklich so in dieses Birkenstock richtig rein. Und da hat man wirklich so sein Fußbett drin, was ja eigentlich ganz cool ist. Aber reinigen ist
eigentlich echt so eine Sache für sich, muss ich sagen. Ich habe jetzt so viel nachgelesen und habe mit einer Drahtbürste das Bett so richtig aufgerieben. Ich habe den einmal wieder angehabt und es sah eigentlich auch so, sah so aus wie vorher. Wenn ihr mal einen Tipp für mich habt, wie ich Birkenstock-Schuhe säubern kann, dann her damit. Der ist mega cool, den habe ich auch aus Italien. Das ist ein original Vintage-Stück aus den 60ern. Hat hier sogar so ein Peep-Toe. Also ich fand ihn so cool, muss ich sagen. Und ich trage ihn voll gerne am Strand. Ich habe jetzt mittlerweile auch gesehen, dass beim American Apparel gibt es solche Schuhe auch. Aber ich hatte ihn jetzt schon gekauft vor, glaube ich, 3 Jahren. Von daher, ich finde den mega cool. Dann kommen wir mal zu meinen hohen Schuhen. Der hier ist von Buffalo. Der ist ja sehr hoch und sehr speziell hier mit der Schleife. Aber ich fand ihn echt ganz süß. Allerdings ist das Wildleder. Und irgendwie kann ich mit Wildleder nicht ganz so gut umgehen. Ich weiß auch nicht, was ich mache. Ich laufe einfach nur. Aber irgendwie, ja, die brauchen schon wirklich sehr viel Pflege. Deshalb, ich habe noch ein paar andere Wildlederschuhe, die ich euch auch gleich zeigen werde. Aber mittlerweile kaufe ich kein Wildleder mehr, weil mir das einfach zu anstrengend ist. Aber den habe ich nicht so oft an, weil der sehr hoch ist. Aber ich finde ihn immerhin trotzdem noch sehr cool. Dann eine kleinere Variante in Grau, auch Wildleder. Ja, also diese Schuhe gehen ja noch. Hier habe ich übrigens so eine Einlage drin für die Füße, weil die Buffalos, die sind irgendwie ein bisschen unbequem. Aber ja, Grau kann man ja immer ganz gut gebrauchen. Noch ein Wildlederschuh aus Barcelona. Der ist von Bershka. Aus dem Outlet. Ich glaube, der hat 4 Euro gekostet. Ich fand die Farbe so mega schön. Ja, den habe ich aber auch echt selten an, weil ich immer Angst habe, dass ich den Schuh irgendwie ruiniere. Aber, also die Farbe, was meint ihr? Der ist doch echt mega schön, oder? Ja, das ist auch ein mega krasser Schuh. Den hatte ich zu meinem ersten roten Teppich an. Da hat auch die OK, also das Magazin, über mich geschrieben. Nicole Miet mit ihrem verbotenen roten Schuh. Ja, immerhin habe ich es in die Presse geschafft. Du, ich finde ihn eigentlich echt cool, muss ich sagen. Aber ja, er ist sehr speziell und es ist, glaube ich, echt so ein Bettschuh. Diesen Schuh finde ich so mega cool. Der ist von Zara. Ich finde aber die Farben so wunderschön. Auch hier mit der kleinen schmalen Schnalle und dass das so hoch bis zum Knöchel geht. Das einzige Problem ist, mit diesem Schuh Treppen runter oder hoch zu laufen, weil man sein Gelenk nicht richtig abwinkeln kann. Da braucht man schon etwas Übung. Aber ich liebe ihn einfach und er ist mega bequem, komischerweise. Fragt mich nicht warum, aber diesen Schuh trage ich wirklich unheimlich gerne. Dann habe ich hier mein allerliebstes Stück aus Köln von Foyt London. Ja, auch wieder mal ein sehr spezieller Schuh. Das ist wie so ein Ankle-Boot auf High Heels. Ich finde ihn aber mega, mega cool. Und jetzt schaut euch das mal an. Hier drin ist rosa. Er hat einen rosanen Absatz und einen Peep-Toe. Oh, ich liebe ihn einfach. Und dann mit diesem Reptilmuster. Wundervoll. Ein schwarzer Basic-Schuh muss natürlich auch immer dabei sein. Auch mal wieder von Buffalo. Aber ja, da kann man ja jetzt nicht viel falsch machen. Dann habe ich auch diese Variante in Blau von Michael Kors. Den habe ich gekauft, weil ich Trauzeugin von meiner besten Freundin war und ich ein blaues Kleid anhatte und natürlich alles blau abgestimmt habe, à la Shopping Queen. Und ja, dann habe ich diesen Schuh gefunden und bin einfach immer noch mega glücklich, weil der ist auch super bequem. Ich habe jetzt nur hier hinten, kann man das sehen, für die Ferse so eine kleine Einlage reingemacht, weil der mir komischerweise irgendwie auf einmal zu groß wurde. Keine Ahnung warum. Aber jetzt mit dieser Einlage geht das wunderbar und oh, ich liebe ihn. Dann habe ich hier nochmal einen Schuh von Foyt Britannia ist der jetzt. Super coole Farbe, auch dieses Marinemuster hier und die Schleife ist ganz cool. Ich zeige euch mal, das macht man dann so auf. Also, so sieht das Ganze aus. So, das ist übrigens die Marke. Und dann macht man eben hier eine Schleife um den Knöchel. Zack. Und auch wieder mit einem Peep-Toe. Aber den finde ich echt mega süß und der ist jetzt auch nicht so hoch und den kann man eigentlich immer anziehen. Kommen wir
zu meinem letzten Modell. Der ist von Prada. Den fand ich auch echt mega süß. Das ist auch wirklich der einzige, der hier so durchgeht. Ich stehe eigentlich nicht so drauf, aber ich fand das halt so schön, weil man das dann so um das Bein binden kann. Ich habe ein krass blaues Kleid mit ganz viel Blumen drauf und das sieht so wunderschön sommerlich aus. Und den habe ich mir jetzt geleistet, weil der aus dem Outlet ist. Ja, und das ging jetzt wirklich preislich, muss man echt sagen. Und das ist auch mein einziger Prada-Schuh. Ich bin jetzt nicht so markenaffin, ja, aber den habe ich jetzt auch schon echt eine Weile. Und ich liebe ihn, ich finde ihn wunderschön und bin happy, ihn zu haben. Ich habe noch einen Schuh vergessen. Schaut euch das mal an. Könnt ihr das erkennen, was da drauf steht? Christian Louboutin. Habe ich ja. Schuhe, echte. Die habe ich aber geschenkt bekommen und die sind jetzt echt so mega mäßig, Mörder, Hammer, brutal, außergewöhnlich. Aber ich zeige sie euch mal und ich bin sehr gespannt, was ihr jetzt sagt. Tada! Ja, das ist dieser Schuh. Also mit der typischen roten Sohle. Hier kann man es vielleicht noch mal sehen. Christian Louboutin. Ist sehr verspiegelt, wahrscheinlich kann man es nicht erkennen. Ja, wie gesagt, den habe ich geschenkt bekommen, weil sowas ist echt krass, wenn man sich das leisten kann. Ist eigentlich gar nicht wirklich zum Schnüren, man hat hier einfach nur so Schnallen und knöpft die dann so rum. Und so, zack, und dann ist das schon fest. Wie gesagt, er ist sehr, sehr speziell, aber wenn man so einen Western-Look hat mit diesen Schuhen, dann kommt das wirklich gut. Und ich finde es echt krass, Christian Louboutin Schuhe zu besitzen. Ich finde das echt cool und ich habe sie auch noch nie angehabt. Aber ich stand schon öfter vor dem Spiegel und dachte, oh, jetzt komm, das passt so super zum Outfit. Aber ich habe mich nicht getraut. Ich muss mal damit in den Urlaub gehen, weil vielleicht kennt ihr das. Ihr habt bestimmt auch so Urlaubssachen, die man einfach nur im Urlaub trägt, weil man so denkt, oh, hier jetzt in Deutschland, die gucken einen bestimmt an und denken, oh Gott, was ist denn das für ein Paradiesvogel? Und im Urlaub ist das einfach cool. Ja, deshalb sollte ich sie irgendwann mal, wenn mal die Gelegenheit da ist, einfach mal mitnehmen. Das war meine Schuhsammlung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielleicht habt ihr ja den gleichen Schuh wie ich. Dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht kostenlos abonniert habt, dann freue ich mich, wenn ihr das tun würdet. Und auch über einen Daumen hoch würde ich mich auf jeden Fall freuen. Und ich bin immer wieder offen für neue Ideen. Mua.